Wenn man in Rente geht, dann gibt es zwei Dinge, die dazu führen könnten, dass man sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt. Der erste Punkt ist ehrlicherweise nicht so richtig erfreulich, denn bei vielen Rentnern reicht die Rente einfach nicht aus. Das zweite Szenario gibt es aber tatsächlich auch relativ häufig, denn du träumst vielleicht schon seit vielen Jahren davon, dich irgendwo mal selbst zu verwirklichen und vielleicht auch mit einer Selbstständigkeit Geld zu verdienen. Aber im Berufsleben gab es diese Chance einfach nicht. Und jetzt im Rentenalter hast du die Zeit, dich mal mit einem Thema mehr zu beschäftigen und vielleicht läuft das Ganze auch so gut, dass du damit jetzt Umsätze und Einkommen generierst und bist ja dann irgendwie aus einer Leidenschaft heraus plötzlich selbstständig geworden. In beiden Fällen musst du natürlich dich irgendwie mit dem Thema Steuern beschäftigen und mit dem Thema Gründen. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal das Wichtigste vorwegnehmen. Und zwar ist eine Selbstständigkeit im Rentenalter auch eine ganz normale Selbstständigkeit. Das heißt, du meldest auch als Rentner deine Selbstständigkeit an, wie jeder andere in Deutschland auch seine Selbstständigkeit anmeldet. Vollkommen egal, ob du 18 oder 80 bist. Und deswegen haben die allermeisten Videos auf diesem Kanal für dich auch Gültigkeit, wenn du im Rentenalter bist. Ich habe übrigens schon mal ein ganz detailliertes Schritt-für-Schritt-Video aufgenommen, wie man sich selbstständig macht. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Schau das gerne einmal an. Das Ganze gilt dann also auch für dich. In diesem Video möchte ich ganz speziell auf die Besonderheiten eingehen, die für dich gelten, wenn du im Rentenalter bist. Und der erste Punkt, der wird dich nicht so wahnsinnig überraschen. Und zwar ist der erste Punkt deine Rentenversicherungspflicht. Denn viele Erwerbstätige im Erwerbsalter, die müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wenn du bereits im Rentenalter bist, musst du das Ganze natürlich nicht machen. Das heißt, die Rentenversicherungspflicht entfällt für dich, wenn du schon im Rentenalter bist. Spannender ist das ganze Thema Hinzuverdienstgrenzen. Denn es war viele Jahre so, dass deine Rente gekürzt wurde, wenn du parallel noch ein Einkommen erzielst. Und das wurde tatsächlich abgeschafft. Das heißt, seit Anfang 2023 wird deine gesetzliche Rente, zumindest wenn du in Altersrente bist, nicht mehr gekürzt, wenn du parallel selbstständig bist. Das Ganze gilt übrigens nur für die Altersrente. Wenn du eine Erwerbsminderungsrente bekommst, dann darfst du erstens natürlich nur im Rahmen deines Leistungsvermögens selbstständig sein. Wenn du dann mehr arbeitest, dann läufst du Gefahr, diese Erwerbsminderungsrente zu verlieren. Das ergibt auch, wenn man sich mal logisch darüber Gedanken macht, ehrlicherweise Sinn, weil wenn du nicht mehr erwerbsgemindert bist, dann gibt es ehrlicherweise rein praktisch gesehen auch keinen Grund mehr, dir Erwerbsminderungsrente zu bezahlen. Und tatsächlich werden dir unter Umständen bei einem gewissen Einkommen, wenn du Erwerbsminderungsrente bekommst, diese Erwerbsminderungsrente gekürzt. Und wie viel du hinzuverdienen darfst, das ändert sich jedes Jahr so ein kleines bisschen. Jetzt im Jahr 2024 darfst du bei voller Erwerbsminderung 18.558 Euro dazu verdienen. Und bei teilweise Erwerbsminderung darfst du immerhin noch 37.117 Euro pro Jahr dazu zu verdienen. Hinweis an dieser Stelle, das Ganze ist nicht der Umsatz, sondern dein Gewinn. Das heißt, wenn du mehr Umsatz machst, dann kannst du natürlich durch smarte Investitionen deinen Gewinn senken und unter Umständen auch unter diese Hinzuverdienstgrenze absenken, damit dir die Rente dann nicht gekürzt wird. Ein weiteres Thema, was du als selbstständige Rentner beachten solltest, ist deine Krankenversicherung. Und bei der Krankenversicherung gibt es eine Differenzierung zwischen hauptberuflicher Selbstständigkeit und nebenberuflicher Selbstständigkeit. Auch wenn das erstmal nicht intuitiv logisch klingt, kannst du tatsächlich hauptberuflich Rentner und nebenberuflich selbstständig sein. Du bist immer dann nebenberuflich selbstständig, wenn du weniger als 20 Stunden arbeitest. Und wenn du mehr als 20 Stunden arbeitest, bist du hauptberuflich selbstständig, auch wenn du im Rentenalter bist und gesetzliche Rente beziehst. Wenn du allerdings nebenberuflich selbstständig bist, also zum Beispiel 10 Stunden die Woche arbeitest, aber mehr als 75% deines gesamten Einkommens aus dieser Selbstständigkeit beziehst, dann giltst du tatsächlich auch als hauptberuflich selbstständig. Denn ist zwar der zeitliche Umfang deiner Selbstständigkeit nicht so bedeutend, aber der rein finanzielle Aspekt. Auch hier gilt übrigens der Gewinn. Das heißt, auch hier kannst du unter Umständen ein Überschreiten der Grenzen heilen, indem du einfach Ausgaben hast, also investierst in deine Selbstständigkeit und dadurch kannst du den Gewinn absenken und dadurch dann auch den Status der nebenberuflichen Selbstständigkeit erhalten. Doch warum ist diese Unterscheidung zwischen hauptberuflicher und nebenberuflicher Selbstständigkeit eigentlich relevant? Ich habe es schon angedeutet, wegen der Krankenversicherung, weil du bist unterschiedlich krankenversichert. Denn wenn du Rentner bist, dann bist du in der Regel in der Krankenversicherung der Rentner, in der KVDR versichert. Und das kannst du auch bleiben, wenn du nebenberuflich selbstständig bist. Das
Das heißt, dann bist du in der KVDR weiterhin versichert. Wenn du aber hauptberuflich selbstständig bist, dann bist du in erster Linie kein Rentner. Du bekommst zwar die Rentenzahlungen, aber dein Status bei der Krankenversicherung ist tatsächlich der Status eines Selbstständigen. Und damit musst du dich auch so krankenversichert wie ein Selbstständiger. Das bedeutet, du kannst wählen zwischen einer privaten Krankenversicherung oder einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung und unterliegst dann auch den normalen Regelungen der Krankenversicherung. Ich habe übrigens zu dem ganzen Thema Krankenversicherung für Selbstständige auch schon ein separates Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du findest übrigens auch noch eine ganze Reihe von weiteren nützlichen Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schau da gerne einmal vorbei. Wichtig an dieser Stelle ist, die Krankenversicherungsbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung, die richten sich nach deinem Einkommen. Auch hier gilt dann wieder der Gewinn aus deiner Selbstständigkeit, aber tatsächlich auch sonstige Einkünfte, wie zum Beispiel deine Rentenzahlungen oder zum Beispiel Zinseinnahmen. Das heißt, dann rechnest du dein gesamtes Einkommen zusammen und zahlst auf diesen Betrag dann prozentual die Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn du dich entscheidest, dich privat zu versichern oder es schon die ganze Zeit bist, dann verändern sich in der Regel deine Beiträge nicht, weil die privaten Krankenversicherungen, die beziehen sich nicht auf dein Einkommen, sondern basieren auf deinen Merkmalen, also deinen Gesundheitsmerkmalen und den Leistungen, die du in Anspruch nimmst. Das heißt, die privaten Krankenversicherungsbeiträge, die steigen nicht, wenn dein Einkommen steigt. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, sprich einfach mit deiner Krankenversicherung, wenn du ja noch weiterhin selbstständig sein möchtest, obwohl du jetzt in die Rente eintrittst oder du schon Rente beziehst und dich jetzt selbstständig machen möchtest. Denn es gibt einen großen Vorteil bei der Krankenversicherung im Vergleich zum Finanzamt. Die Krankenversicherungen helfen dir wirklich weiter. Also die sind wirklich sehr kompetent. Da kannst du einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und die helfen dir dann einfach weiter, ja, die Rahmen abzustecken und dass du dann richtig versichert bist. Diese Unterstützung kann man beim Finanzamt nicht erwarten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz auf das Thema Steuern eingehen, wenn du selbstständig bist als Rentner. Ich habe schon eingangs vom Video gesagt, du bist als selbstständiger Rentner ganz normal selbstständig. Das heißt, du zahlst auch ganz normal die Steuerarten wie jeder andere Selbstständige auch. Das bedeutet als erstes erstmal die Einkommensteuer. Das heißt, du machst eine Einkommensteuererklärung und in dieser Einkommensteuererklärung erklärst du dann alle deine Einkünfte. Und das sind dann zum Beispiel deine Renteneinkünfte, das sind dann aber auch zum Beispiel deine Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit. Und dann ist es ein bisschen abhängig davon, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist. Wenn deine Tätigkeit nämlich gewerblich ist, dann musst du on top noch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Gewerbesteuer musst du aber tatsächlich nur bezahlen, wenn du über 24.500 Euro Gewinn mit deiner Selbstständigkeit machst. Aber selbst wenn du über diese 24.500 Euro drüber bist, dann kannst du dann die gezahlte Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung wieder anrechnen und reduzierst dadurch deine Einkommensteuerlast. Super kompliziert, deswegen gibt es auch dazu ein vertiefendes Video, was du in der Videobeschreibung findest. Vollkommen unabhängig davon, ob du Freiberufler oder gewerblich tätig bist, musst du dich aber auf jeden Fall auch mit dem Thema Umsatzsteuer beschäftigen. Du kannst auf die ganze Besteuerung mit Umsatzsteuer verzichten, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Da gibt es gewisse Umsatzgrenzen, die du nicht überschreiten darfst. Das ist aber als nebenberufliche Selbstständigkeit ohne Probleme machbar, unter diesen Grenzen zu bleiben. Und wenn du unter diesen Grenzen liegst, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und dann kannst du zumindest auf die ganze Abrechnung der Umsatzsteuer und auf deine Umsatzsteuererklärungen verzichten. Wenn du über diesen Grenzen liegst, dann musst du tatsächlich neben der Einkommensteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer auch noch Umsatzsteuer bezahlen. Und ehrlicherweise ist es auch nicht damit getan, dass du pro Jahr 2 oder 3 Steuererklärungen abgibst. Du musst auch unterjährig eine Buchhaltung erledigen. Die Buchhaltung ist in der Regel eine Einnahmenüberschussrechnung. Da reicht so ein einfaches, schlankes Buchhaltungsprogramm wie zum Beispiel LexOffice. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, unter dem Link unten in der Videobeschreibung kannst du dir LexOffice mit einem Discount sichern. Also das ist die günstigste Art und Weise, mal LexOffice auszuprobieren. Und mit LexOffice oder einem anderen Buchhaltungsprogramm kannst du dann unterjährig deine Rechnung schreiben, deine Buchhaltung machen und hast dann am Jahresende, wenn du deine Steuererklärung machst, eine Einnahmenüberschussrechnung. Und diese Einnahmenüberschussrechnung, die wird dann die Anlage IÜR, also Einnahmenüberschussrechnung, in deiner Einkommensteuererklärung. Wenn du übrigens über gewissen Gewinngrenzen bist und gewerbetreibend bist, dann reicht leider auch nicht mehr die Einnahmenüberschussrechnung, dann musst du eine Bilanz erstellen. Das Ganze wird dann nochmal ein bisschen umfangreicher, allerdings musst du dafür auch erstmal 80.000 Euro Gewinn erreichen. Solange du da drunter bist, ist das vollkommen in Ordnung. Und da kannst du natürlich dir dann auch Gedanken machen, das Ganze einfach an den Steuerberater
Steuerberater abzugeben. Diese ganzen Themen Steuererklärung und Buchhaltung möchte ich in diesem Video aber nicht noch weiter vertiefen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung gibt es dazu vertiefende Videos, die auch für dich gültig sind, auch wenn du als Rentner dich selbstständig machen möchtest. In diesem Video ging es mir vor allen Dingen darum, dir die Besonderheiten als Rentner zu erzählen. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und dann versuche ich dir gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Und wenn du dich selbstständig machst und Unterstützung brauchst, weil du einen Steuerberater brauchst oder ein richtiges Programm für deine Buchhaltung oder für ein Geschäftskonto und so weiter, dann findest du auch alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt schaust du einfach direkt die anderen Videos, die du vor deiner Gründung schauen solltest. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.